76-75 gewinnt Ratio Farm Ulm gegen den FC Bayern München, weil er hier, Keaton Nankiville, kurz vor Ablauf der Uhr den entscheidenden Dreier versenkt. Der Mann des Spiels am 16. Spieltag in der BeKo Basketball Bundesliga. Und wir stellen fest, liebe Zuschauer, die Bayern schaffen es auswärts einfach nicht zu gewinnen. 7 Spiele, schon 6 Niederlagen. Unser Experte Stefan Beek hat bestimmt eine Antwort darauf. Warum ist das so, Stefan? Warum haben Sie es heute vor allem wieder nicht geschafft? Na, erstmal, ich glaube, Sie sollten von den Ulmer lernen, wenn man den letzten Wurf hat und ihn nimmt, kann man ihn noch treffen. Die Bayern haben viele knappe Spiele verloren, weil sie den letzten Wurf noch nicht mal nehmen konnten. Sie hatten einen leichten Turnover, der dann noch nicht mal in den Wurfversuch mündete. Also, wenn man wirft, dann hat man theoretisch auch eine Chance zu treffen. Das haben die Ulmer hier gemacht. Und ich glaube, hier war es im ersten Viertel, haben die Bayern versäumt, die Ulmer an der 3-Punkte-Linie zu verteidigen. Erster kam mit 3 Dreiern, Mason Griffiths konnte von der Dreierlinie seinen Rhythmus finden. Und wenn so eine Mannschaft die ganze Zeit über das ganze Spiel viel Selbstvertrauen an dieser 3-Punkte-Linie findet und sammeln kann, dann kann auch so ein Wurf vom Parkplatz oder von der Mittellinie eben sein Ziel finden. Wir haben am Schluss noch Dirk Bauermann gesehen, der es gar nicht so richtig fassen konnte, dass jetzt dieser Dreier wieder reingeht. Jetzt haben die Bayern die Auswärtsspiele eigentlich so in den letzten Minuten immer verloren, wenn es zur Crunch-Time kam. Jetzt in den letzten 5 Minuten, finde ich, haben sie das ordentlich gemacht. War das jetzt auch dann mal eben dieses Stück Pech, was du dann hast, wenn du vorher nicht dafür kämpfst? Das ist so ein bisschen Murphy's Law. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht. Die Bayern haben das sehr gut gemacht, haben immer wieder Jonathan Wallace gefunden, der wirklich eine ganz, ganz heiße Hand hatte. Dann auch den letzten Spielzug für ihn kreiert, der gefoult worden ist. Macht beide Freiwürfe rein, also wirklich sehr konsequent da gespielt, souverän eigentlich dieses Spiel geführt. Eine Verlängerung wäre eigentlich die logische Konsequenz gewesen von diesem Spiel oder sogar der knappe Sieg. Dass das so bitter ist, ist aber dem Fakt geschuldet, dass, wenn jemand werfen kann, auch jemand treffen kann. Ja, das ist Stefan Beek mit der Analyse. Vielleicht noch die Vorausschau, Stefan. Das war der Tabellenzweite Ulm, gegen die Bayern ran mussten. Jetzt kommt am Samstag der Tabellenerste und der deutsche Meister, die Brose Baskets Bamberg. Wie kann man da zurückkommen nach so einer Niederlage bitterer Natur heute? Also ich glaube, für die Bayern ändert sich nichts. Sie müssen einfach zu ihrem Spiel spielen, ihr Spiel finden. Sie müssen das konsequenterweise machen, was sie im Training wahrscheinlich Tag aus, Tag ein lernen, üben und immer wieder trainieren, um dann eben auswärts in so einer knappen Situation auch mal das glücklichere Ende in diesem Fall für sich zu haben. Und das gute Ende kommt auf jeden Fall bei uns am Samstag. Stefan, vielen Dank. Und Sie können dabei sein, liebe Zuschauer. 20 Uhr, Bamberg gegen den FC Bayern, natürlich auf Sport 1. Viel Spaß dabei.